Herzlich willkommen zurück. Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Wilbald hat ein neues Abenteuer vor der Schwertspitze. Und zwar sind wir in dieser Kathedrale. In der letzten Folge sind wir hier durch einige waghalsige Sprungpassagen ins Innere dieser völlig überfluteten Räumlichkeit gelangt. Ihr seht ihr noch, das ist kein Pool. Früher hatte man sowas nicht. Ich weiß gar nicht, wer der erste Mensch war, der gesagt hatte, komm, ich baue mir mal einen Pool. Obwohl die Römer hatten ja auch schon so heiße Bäder und so. Aber trotzdem glaube ich, es muss eine Epoche gegeben haben, irgendeine Zeit, in der der erste Mensch kam auf die Idee, ich will einen eigenen Pool nur für mich. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Und wir rollen jetzt hier runter und schauen mal, was es hier so gibt. Die Krabben, die kleinen Krabben lassen uns in Ruhe, das finde ich super. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass noch größere Artverwandte hier rumlungern, die das anders sehen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwann mal... Ich kann doch nicht einfach jetzt... Ich kann nicht alle Kathedralenwände abrollen. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. So wie immer sind hier irgendwelche Käfige. Nach welchen Kriterien wird denn entschieden, welcher Verbrecher in welchen Käfig kommt? Also... Sag mal zum Beispiel, ja, okay, das war jetzt nur ein Kapitalverbrechen, da ist jetzt niemand körperlich zu Schaden gekommen, du kriegst einen großen Käfig und jemand, der wirklich Hand angelegt hat an den Leib eines anderen Wesens, der kriegt dann so einen kleinen, damit er richtig nochmal zum Nachdenken kommt, was das so und so, weiß man nicht, ne? Das ist auch super unbequem, weil die Gitterstäbe sind gerade so weit auseinander, dass man jetzt auch nicht die Beine baumeln lassen kann. Das heißt, man muss permanent stehen. Oder maximal sich hinhocken. Also es muss massiv unbequem sein. So, natürlich ist hier verschlossen. Da kommen wir aber sicherlich nochmal hin. Von irgendeiner anderen Seite. Darf ich einen Mini-Spoiler zu der Tür geben? Ich würde erstmal auf Spoiler verzichten. Die Politik, ich kann es ja gerne nochmal sagen. Die Politik, die ich immer so mache, ist, wenn wir irgendeinen Ort besuchen, so wie jetzt diese Kathedrale, und ich bin eigentlich durch damit und würde weiter galoppieren. Und dann habe ich aber was Cooles übersehen. Dann könnt ihr mir gerne sagen, ey Nils, da ist noch was. Und dann gehe ich da nochmal hin. Aber ich finde es ein bisschen schöner, erstmal wirklich blind zu spielen, weil sonst würde ich nur nach Anleitung spielen. Oder ist wieder so ein Typ da. Würde ich die ganze Zeit immer auf den Chat gucken. Okay, warte, habe ich was vergessen? Okay, wo sollte ich hin? Okay, da lang, alles klar. Und dann habe ich wie so ein Navigationsgerät. Und das ist nicht die Art, wie ich spielen will. Deswegen müsst ihr leider aushalten, wenn ich mal irgendwas nicht finde oder nichts sofort finde, was ihr wiederum gefunden habt. Dumm. Warte. No, okay. Oh, Leute, das war so überheblich. Ich will gerade Parry spielen. Ich hätte ihn einfach mit Rivers of Blood leerfegen können. Ich habe gerade vergessen, dass ich voll weit gekommen bin. Ich habe ja hier noch gar keine Gnade gefunden. Das war einfach eine dumme Idee, das jetzt hier zu üben. Oh, fuck. Okay, das war dumm. Das war überhaupt gar kein... Scheiße. Ah, okay. Das war keine gute Idee. Aber jetzt, ich weiß ja, wo ich lang muss. Von daher sind wir hoffentlich, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Fehler beim Rollen mache, was ich nicht ausschließen kann, sind wir relativ schnell wieder da. Ja, wie gesagt, das war einfach nur... Oh Gott, das war so dumm.
Für ihn sind Hiebe gleich Seelenverlust. Mädchen, seid ihr dessen stets bewusst. Meine Güte. Ich weiß gar nicht genau, wurde ich da getroffen oder habe ich den Absprung verpasst? Ich glaube, ich habe eher den Absprung verpasst. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Und der ist schon wieder. Okay, du, an dir lasse ich es aus. Jetzt sagst du ehrlich. Nein, das ist ja falsche Waffe. Also ich bin jetzt. Ich mache jetzt Rivers of Blood mit dir, weil du mich komplett nervst. Einfach nur. Okay, meine Güte. Wenn man jemanden nicht mehr ernst nimmt, ne? Das ist so. Jetzt, okay, ab jetzt nehme ich dich wieder ernst. Aber wenn die Seelen weg sind, ja, dann lebt es sich ganz ungeniert. Das ist tatsächlich so, weil jetzt denkt man nicht die ganze Zeit an die Seelen. Aber ich bin eh... Fuck, da hat ihn so ein bisschen, weil da kommt da gerade mal... Oh ne, das war der Baum. Ich habe schon wieder gedacht, er werde da gerade mal, hätte sich da mal gezeigt. Was ich sagen wollte ist, es gibt ja so Farmspots. Ich habe nie gefarmt, wirklich, in dem Spiel. Aber ich denke mir immer so, ja, jetzt habe ich zwar super viele Seelen verloren, aber es gibt ja diese Spots, wo man sich die schnell zurückholen kann. Und zur Not, bevor ich mich jetzt gräme, gebe ich mich dem Gedankenspiel hin. Ich könnte ja jederzeit mir so einen Farming-Spot mal aufsuchen. Und dann hole ich mir da ein paar Seelen zurück. So, das hindert mich daran, einfach durchzudrehen. So geht das nämlich, wenn man nicht Parry üben will gerade. Was sind das hier für Bodenplatten? Könnte natürlich auch sein, dass eine dieser Platten eine Falle ist. Oh, scheiße. Okay, also Rivers of Blood ist schon ganz geil. Muss man einfach so sagen. Hab ich die Waffen nicht falsch rum? Weiß ich nicht, hab ich? Aber das war doch Rivers of Blood, oder nicht? Muss ich die andersrum setzen? Das hatte ich mich nämlich neulich gefragt, ob ich die falsch rum hab. Aber warte mal, ich hab ja... Ich meine, das Ding ist ja trotzdem offensichtlich sehr gut. Das ist doch nach rechts. Ich hatte mich das nämlich vorhin beim Ausrüsten gefragt. Ich war mir nicht mehr sicher, wie ich das gemacht hatte. So, wo seid ihr? Da. Und dann machen wir hier als zweite Holy rein und hier machen wir dann die. Dann müssen wir das so machen. Okay. Blutiger Metzler. So grüne Neune. Naja, das... Okay. Das ist ja diese große Verlockung. Also ich könnte versuchen, von hier darauf zu springen. Aber ich gucke erstmal, ob hier in der Nähe noch eine Gnade ist. Ich habe jetzt keine Lust, das zu riskieren. Und dann finde ich 10 Meter weiter eine Gnade und könnte das dann
guten Gewissens machen. Ich gucke mich ja erstmal diesen Gang entlang um. Was haben wir denn hier? Waffenkammer. Rune eines unbesungenen Helden. Ich werde so dermaßen Orientierungsschwierigkeiten bekommen. Warte, ist das das Loch? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ja, ne? Genau. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Da ist diese Tür. So. Warte. Hier war gerade diese Rune. So, nochmal ganz in Ruhe. Dann da links geht's hoch. Da ist dieses Item, wo ich 100 pro irgendwo da auf den raufspringen kann. Aber das mache ich jetzt nicht. Vielleicht wird das Wasser ja auch abgelassen tatsächlich und dann... So, da geht's weiter. Es ist so viele Abzweige. Das muss ich jetzt erstmal in merken und in Ruhe angucken. So. Ich glaube, wir werden hier eine Weile zu tun haben. Okay, und hier ist jetzt wieder Sackgasse. Da komme ich nirgendwo weiter. Ist das ein Aufzugsschacht oder was ist das? Hier ist jedenfalls Ende im Gelände. Okay. Gut, dann schauen wir uns der Reihe nach diese Abzweigung mal genauer an. So. Gehen wir erstmal hier rein. Sind wir wieder draußen. Da waren wir vorhin, glaube ich, ne? Das ist das Dach, wo ich noch gesagt hatte, der Weg hier, der Sprung ist zu weit. Das heißt, da sind wir vorhin so rüber. Das ist ein Aufzug. Alles klar. Wo kommen wir hier hin? Das ist ganz schön hoch. Heiler Daus. Ach du Scheiße, wie lange fahren wir denn da jetzt? Alter. Okay, Probenlager. Was haben die hier gemacht? Ich lasse den einfach mal. Ich tue dem Mann nichts, diesem älteren Herrn. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann durchdreht und mich mit irgendwelchen Zaubern beschmeißt. Was sind das für Steintafeln hier? Guck mal. Die müssen ja uralt sein. Hier muss richtiges Wissen verborgen sein. Ah, da ist die Gnade. Ja, das gefällt mir gut. Wir können uns mal eben hinsetzen. Also hier merken wir uns, da haben wir, das ist das Lagerhaus Hinterbereich. Okay, da ist ein Fahrstuhl, der uns zur Not wieder runterbringt. Natürlich jetzt schwer, so die Reihenfolge der Wege in irgendeiner Form zu kennen. Also das ist auf jeden Fall sehr imposant. Was ist das für ein Tier? Der Körper ist ein bisschen so hirschmäßig. Der ist überwuchert mit, ja, Hörnern und... irgendwelchen Steinplatten? Haben die das da untersucht? Hat das mal gelebt? Wird es wieder leben? Guck mal, da oben ist auch noch so ein Ding. Also okay. Die haben irgendwelche grausamen Experimente hier durchgeführt. Ach, da ist schon der nächste Johnny. Ich hoffe mal, dass die mich jetzt nicht verraten. Sind die so nett? Nicht mich verraten, bitte.
nein, 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 nein. Ich habe gedacht, den kriege ich noch. Da war ich zu gierig. Okay. Na gut, aber das, die kürzlich entdeckte Gnade lässt einen dann auch ein bisschen hochnäsig und leichtsinnig werden. Ich konnte den nicht backstabben. Ich weiß nicht warum. Aber das bedeutet natürlich jetzt, dass ich die Stück für Stück daran hindern muss, dass sie mich gleich, dass sie mir in den Rücken schießen. Okay, die haben nämlich auch ganz schön wehrhafte Feuerbolzen dabei. War zu schnell. Ich wollte mich heilen, er war zu schnell. Okay, der ist mächtiger, als man ihm so ansieht. Ich sollte ein bisschen geduldiger sein. Ich wollte ihn jetzt einfach mit Rivers of Blood ein bisschen spammen. Ragotor, vielen lieben Dank. Das war eine dumme Idee. Ich muss mir Zeit lassen einfach und dann auch die Angriffe ein bisschen. So. Ich glaube, ich snack nochmal ein, das ist mir sicherer. Überleg, ob ich ihn mal parryen soll. Naja, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für Experimente. Schaden auf jeden Fall. Okay, ich will erstmal nur an ihn rankommen. Ich könnte mir natürlich jetzt so ein Feuerresistenzding bauen. Gerade überhaupt nicht richtig mein Damage hier. Jetzt habe ich ein bisschen Blood Damage gemacht. Krass, ey, alter Schwede. Alter Schwede. Also der Typ ist deutlich zäher, als ich gedacht hätte. Karianisches Stoßschild. Was bist du denn? Stärke, Weisheit, na gut. Schildtreffer, ein Talent, das den Schild zum Angriff verwendet. Durch wiederholte Eingabe könnt ihr mit bis zu 3 Angriffen nachsetzen. Stärke 17, Weisheit 15, habe ich alles nicht. Ich überlege wirklich, ob ich irgendwann mal so eine Farming-Session mache. Und gar nicht jetzt, um übermächtig zu werden, sondern wirklich einfach nur um so ein paar Attribute, die ich sonst eigentlich gar nicht
leveln würde, weil es nicht zum Bild passt, hochzuziehen, also Stärke, Weisheit und so weiter, um dann wirklich alle Waffen mal so zu testen, ohne jedes Mal mich umskillen zu müssen oder so. Also ich könnte hier runterhüpfen, da ist noch eine Gnade, guck mal, dann könnte ich quasi hier immer wieder rauf und runter, nur mit Hilfe der Gnade, das ist doch eigentlich eine gute Idee, das mache ich jetzt. Hast du das Schwert vom Eldenbeast Echo? Ich glaube nicht. Du könntest mehr Skadabaumfragmente einsammeln. Ja, das stimmt. Das könnte ich wirklich machen. Du hast schon jetzt deine Flasks nicht voll upgraded, ja. Also ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass ich mit dem anderen Skill den sehr viel mehr abgezogen habe. Also als ich das quasi blutige Ströme auf der linken Hand hatte und das hier auf der anderen. Welches Skado-Level bist du? Level 5. Versuch mal das Nagikake. Ah ja, es wird als Shadow gelesen, ne? Skado wird als Shadow gelesen. Stimmt, das habe ich auch gehört. Dir fehlen scheinbar wesentliche Elemente des ursprünglichen Spiels und des DLCs. Ja, wesentliche Elemente. Man kann es natürlich auch so machen, glaube ich, ne? Ich habe einen Katan habe ich gefunden, das kann ich aber nur zweihändig führen. Und ich wollte ja ein bisschen Parry machen, deswegen habe ich jetzt das große Katana gerade nicht dabei. Pass auf. Ah ja, das kann man so perfekt tauschen. Okay, ich mache das mal wieder so. Okay, jetzt schauen wir uns mal hier um, weil das ist cool. Dieser Raum. Was ist das für ein Tier? Das sieht ja fantastisch aus. Ich schlage natürlich jetzt nicht auf das Tier ein. Oder schlage ich auf das Tier ein? Kann man da rauf auf das Getier? Ich höre doch hier irgendwas. Wow, shit! Ich wusste, dass ich was höre. Wo? Von oben, ne? Nee. Was bist du? Wo kommst du her? Shoot! Fuck! So, das ist jetzt... Okay, das ist der Geist da unten. Fuck, jetzt nehme ich wieder... Bin ich da in der Suppe drin? Wo ist der Typ jetzt? Wo ist der Typ? Wo bist du? Hier ist nicht mit gerechnet. Dass hier einfach so ein Lümmel auftaucht. Man muss immer wachsam sein. Was habe ich da gerade eingesammelt? Die verehrte Geisterasche. Jo, also. Die Bibliothek hier finde ich äußerst interessant. Das ist wirklich und wahrlich einfach nur ein Labyrinth. Ich glaube, ich sollte die in Ruhe erstmal alle platt machen, wenn die jetzt irgendwann anfangen, alle ihre Feuerbälle nach mir zu schmeißen. Guck mal. Da hat sich noch so ein kleiner Giftboy versteckt.
Das Regal hier. Na, da komme ich wahrscheinlich auch so hin. Aber ansonsten. Geh weg. Wäre das auch eine Stelle, wo ich denken würde, da kann man vielleicht das Regal wegkriegen. Tut mir für diese friedlichen, gelehrten Geister auch ein Stück weit leid, aber was soll ich machen? Weil wenn ihr jetzt irgendwann aufsteht und mir dann einen Feuerzauber an den Kopf schmeißt, da muss ich dann ja leider darauf vorbereitet sein. Also beklagt euch jetzt nicht bei mir, sondern bei euren Pyromantenfreunden, die ja offensichtlich mir nach dem Leben trachten. Da kann ich jetzt leider keine Rücksicht nehmen auf euch, die ihr nur zum Lesen hier seid. Das ist dann einfach, wie es ist, ne? Bobby McFreewin, Lord Pupsnase, vielen Dank für den Support, freut mich sehr. So, es ist einfach zu 100% ein Labyrinth, ne? In den Stein gestampft, das Getier. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach nur beauftragt sind mit dem Sicherheitsdienst. So, das ist ja offensichtlich auch ein Volk von eher so kleineren Personen. Die lebten vielleicht einstmals friedlich auf irgendeinem Hügel und hatten dann aber Geldprobleme und wurden dann von diesem, von dieser Festung, von den Leuten, die einfach irgendwelche Experimente offensichtlich durchführen, aber zumindest mal nach uraltem Wissen trachten und versuchen, jenes zu bewahren. Die wurden beauftragt als Sicherheitspersonal. Die machen nur ihren Job und ich komme hierher, ich bin der Eindringling. Aber was soll ich denn machen? Ich bin ja schließlich eigentlich ja auch Chef in dieser Welt. Die haben auch keinen Respekt vor mir. Die könnten ja auch einfach sagen, ohne Feuerspirale, die könnten ja einfach sagen, oh, du bist es. Ich habe gehört, du bist der mächtigste Krieger und ein Stück weit ja eigentlich auch schon der Anführer. Wir lassen dich mal gucken. Feuerschlangen beschwören. Aber nein, die stürzen sich direkt auf mich und suchen den Weg des Krieges. Anstatt den Sieg des Dialogs, sollte man ja auch von so Forschern vielleicht erwarten, dass sie nicht direkt zur Waffe greifen oder zum Feuerball, sondern erstmal reden. Man kann über alles reden. Aber offensichtlich nicht mit den Leuten hier. So, hier stöhnt schon wieder irgendwas, habe ich doch gehört. Guck mal, das ist doch ein interessantes Exponat, also auch naturwissenschaftlich. Wird hier geforscht. Der hat keine Arme, keine Beine, nur einen langen Schwanz. Aber der hat hier vorne auch, guck mal, das sind Schulterknochen. Das heißt, der hat auf jeden Fall auch Flossen vermutlich oder so. Interessant. Würde ich gerne mehr zu erfahren, aber... Oh, hi. Fuck. Wer bist denn du? Wir fast übersehen. Righteous Tarnished. It's been some time. Du bist es. There was one thought I could not dislodge from my mind. So, here I am. Quite unable to move on. Ja, ich kann dir helfen. Ich kenne mich aus. Was willst du wissen? After Lord Moke's slaying at his dynastic palace. Ja, das war ich. It appears his body has been absconded with. And taken straight to kind Mikola. Surely you recall that I once served Lord Moog as a pureblood knight, after failing him in every regard, and losing sight of my vows. I'd do anything to make amends, in whatever meager way I can. Ja, du könntest mir Gefallen tun, auf jeden Fall. What could they possibly have in mind for Lord Moog's remains? The implications are rather concerning. Unnerving. Ja, ihr mag doch gar nicht dran denken. What could they possibly have in mind? The implication. Ja, okay, aber willst du mir jetzt noch irgendwas, soll ich noch irgendwas machen für dich oder so? Wieso greifen die dich eigentlich nicht an? Wieso darfst du hier lang spazieren, obwohl ich viel krasser bin als du? Ich werde hier behelligt und du kannst... Was war das denn schon hier? Das Geräusch umfallender Bücherstapel war das doch gerade. Ja, also.
Hier in diesem Gebiet waren wir. Da links ist Feierabend, ne? Da waren wir ja auch schon. Das heißt, da kommen wir nicht weiter. Dann nehmen wir den anderen Eingang. Da ist noch einer von den Leuten da oben. Da unten ist er. Die machen nur ihren Job. Habe ich meine Kerze? Wieso ist denn meine Kerze? Ist die aus? Eine Laterne. Es muss hier irgendwo geheime Passagen geben. So, ich weiß, ihr lest gerade der Zauberberg oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas Friedliches. Aber es ist... Ich kann euch nicht sein lassen, wenn eure Kommilitonen mich die ganze Zeit angreifen. Oh Gott, da ist ja schon wieder einer von den Boys. Bleib mal stehen. Für eine Weile. Ein paar Weile. Eine Weile. Ah, wollte einfach nicht. Okay. Alter Schwede, ey. Die sind ja auch alle anders. Der hat so eine... Ja, nee, warte jetzt. Wir wollen mich mal heilen lassen. Der hat so eine Doppelklinge. Also den kann ich doch super blocken, oder? Warte. Okay, das war eine eher dumme Idee. Ich habe ihn nicht richtig geparried bekommen. Ah, dieser Harlekin in Rot. Der scharlachrote Harlekin. Ah, ich war schon wieder zu schnöselig. Mist. Was mich jetzt am meisten ärgert, ist, dass ich jetzt diese ganzen kleinen Gnubblis auch noch wieder platt machen muss. Diese da. Bevor ich mich jetzt in den Kampf mit dem scharlachroten Harlekin begebe, muss ich die alle platt machen. War so klar. Die sind richtig sauer jetzt. Ich habe es noch einmal versucht, die jetzt leben zu lassen, aber es hat keinen Sinn. Man kann sich nicht auf deren Friedfertigkeit verlassen. Ich hätte die ja alle so gelassen und so, aber nein. Wo ist jetzt der rote Baron? Ah, hier, Johnny. So. Da tabbert er lang, das weiß ich.
Aber hier ist ja ansonsten auch nichts, ne? Der läuft hier einfach seine Runde im Kreis. So die Frage, muss ich den jetzt überhaupt machen? Oder ist der mir für eine Sekunde mal egal, weil... Wenn hier nichts weiter ist, kann ich den auch einfach lassen. Ich bin ja nicht hergekommen, um jede einzelne Kreatur in diesem riesigen Schloss zu einem Zweikampf herauszufordern. Also ich sehe jetzt irgendwie nichts mehr. Dann soll er doch da seine Patrouille gehen und dann lasse ich ihn in Ruhe und dann ignorieren wir uns einfach gegenseitig. Ist ja auch eine Option. Muss mich nicht mit jedem anlegen. Die droppen jetzt ja auch nicht irgendwas richtig Geiles in aller Regel, oder? Also, warte. Hier... man diese Regale irgendwie weg? Gibt es da vielleicht Schalter? Das muss doch möglich sein. Also. Warte mal hier, das ist doch Quatsch mit Soße, das. Kann man das da nicht irgendwo einfahren? Ne, da steht doch direkt das nächste. Schade. Irgendwas, also ihr seht das doch auch. Das muss doch irgendwie aufgehen. Vielleicht ist da oben Schalter oder so, also rollen wird ja nicht klappen. Irgendwas, irgendwie geht das weg. Die Frage ist nur wie. So. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ach du. Selber schuld. Ich kam als Gelehrter und ich ging als Krieger. Selber schuld. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Also es ist auf jeden Fall nicht der Fahrstuhl, mit dem wir hierher gekommen sind. Der war doch rund, oder? Keine Ahnung, auf welcher Ebene wir uns hier schon wieder befinden. Oh, ein Topfi! Ah, ey, warte mal, ganz kurz. Man muss jetzt auch nicht immer mit allem alles ausdiskutieren. Hoverboard. Come on, das sieht doch aus wie ein Tor, wie ein Durchgangstor. Ist das eine Sackgasse? Einfach nur eine Sackgasse. Also das finde ich sehr interessant, ein Sattel. Offenbar schon sehr viel beritten worden. Riesige. Oh, hi, so einer bist du.
Den hast du. Obwohl ich dich gehauen habe gerade, das ist ja mega gemacht. Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du einfach in meinen Schlag rein deine Zunge rausstrecken darfst. So gänzlich unbeeindruckt. So, das ist das Innere. Der hockte da. Oh, Kriegsasche, Funkenwand. Das klingt aber interessant. So. Oh, hier leben die Töpfis. Guck mal. Oh, die ganzen. Das ist so eine Art Kita. Schau mal, das ist die Kindergärtnerin. Beziehungsweise die ist auch noch nicht ausgewachsen. Vielleicht ist es auch die Babysitterin, die ältere Schwester oder so. Und die ganzen kleinen süßen Töpfe. Und wir haben ja schon mit diesem einen Topf auch gesprochen. Die sind ja nicht böse. Die sind ja eigentlich ganz friedvolle Wesen. Gut, die sind natürlich total kriegerisch veranlagt. Das ist so deren Geist. Aber die sind ja durchaus dialogfähig. Deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt so ein Order 66-Gefühl gerade mit denen. Aber ich befürchte, ich komme ja gar nicht in den Dialog mit denen. Die wollen ja direkt jetzt auch, obwohl diese Pupsnase sich also die wollen direkt und, na, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich könnte hier runterspringen, aber dann verlasse ich diese Ebene und komme so schnell nicht wieder auf. Deswegen gehen wir erstmal einmal diesen Weg außenrum komplett. Ah, da ist schon der nächste Stummelmann. Okay. Wie du einfach in meinen Schlag. Wieso läuft der so ohne Topf durch die Gegend? Der tapst ungeschützt. Hier ist was, ich höre was. Haha! Endlich, finally. Finally hat sich das mal bezahlt gemacht. Boah, Stein der Sonnenwärme. Nehme ich. Aber ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Da ist auch eine Lampe, das wäre auch Quatsch. Na gut. Ermutigt von diesem Erfolg rolle ich weiter alle Wände ab. So, da geht's jetzt runter in den Bereich, den wir gerade schon gesehen haben. Und ich glaube, wenn ich durchlaufe, komme ich einfach zu dem Fahrstuhl zurück, ne? Ich meine, auf dieser Ebene müssten wir dann durch sein, beziehungsweise möglicherweise habe ich auch irgendwas übersehen, aber obwohl, waren wir hier schon komplett einmal rum. Ja, hier war doch dieser Riese da, genau. Also der Topf oder was da, genau. Okay. Also, dann haben wir das hier durch. Und gehen da die Treppe runter. Hier hinab. Oh, guck mal. Ich will die gar nicht stören. Das tut mir richtig leid. Ah, okay. Ja, ja, ist klar. Hey, jetzt kackt er mich an mit so einem Blutklumpen. Und der reißt sich ein Stück von sich selbst raus. Das ist ja unangenehm. Also das muss man erstmal machen, ne? Der poolt sich selbst im weichen Fleisch, reißt sich ein Stück raus, man weiß überhaupt nicht welches, und bewirft mich damit. Also das ist schon... Und überall die Fliegen auch, ne? Das kann ja nicht gesund sein. So, und jetzt muss ich hier die ganzen Jünglinge offensichtlich auch noch... Es tut mir wirklich leid. Oh Gott, guck mal, die spielen einfach nur. Muss ich die Kindergärtnerin erstmal platt machen. So, jetzt haben die ja gesehen. Ihr habt das jetzt gesehen. Aber ihr wollt trotzdem... Guck mal, ich hab doch gerade gezeigt, dass ich hab eure Kindergärtnerin. Ihr habt keine Chance. Lasst es doch bitte einfach. Ich hab doch keinen Groll gegen euch. Aber nein. Meine Güte, ihr wart erst in eurem ersten oder zweiten Topf. Ihr hättet doch noch so viel werden können. Was ist das für eine ekelhafte Krankenstation? Das Lazarett des Grauens. Schaut euch das mal an. Überall einfach nur so Masse. Das ist deren Kinderstube. Das kann auch einfach nur zu nachhaltigen Schäden führen, wenn du so groß wirst. Sind das fehlgeschlagene Experimente oder was?
Sollen die Wesen jetzt zu so Topfinnereien heranwachsen und diejenigen, die es nicht geschafft haben, die sind in diesem Bett dahin gesiecht oder wie? Was ist das denn? Ekelhaftes. Kann der jetzt auf einmal zaubern oder wie oder was? Ich flüchte mich mal hier aufs Bett. Was ist denn das jetzt für eine kranke Nummer? Das ist ja abartig. Warum? Was war das? Das ist ja jetzt aber einmal eine ganz neue Dimension. Normalerweise haben die nur einen Topf und sonst nichts oder so eine hervorstellende Eingeweidefaust können sie noch absondern, aber dass die jetzt hier auf einmal so einen Blutteppich zaubern können, das ist neu. Vielleicht war das der Erste, der das gelernt hat und mit ihm stirbt jetzt diese Fähigkeit aus. Iris der Gnade. Kann natürlich sein, ne? Er hat Jahre trainiert und hat das gemeistert und er war wirklich so ein ganz begabter Elite-Schüler, so eine Art Harry Potter, der irgendwas Neues und er wollte es gerade, er ist gerade perfektioniert und hat gerade konnte es reproduzieren und kontrollieren und jetzt wollte er es weitergeben an die Jünglinge. Deswegen waren die alle hier. Die wollten vom großen Magier, der diese Topfwesen auf die nächste Bewusstseinsebene hieven sollte, lernen. Und jetzt kam ich und habe den großen Lehrmeister einfach mal zerschrottet. Und mit ihm geht alles Wissen verloren. Und jetzt sind sie wieder einfach nur irgendwelche Eingeweideklumpen, die in Töpfen leben. Tja. Und niemand wird die Geschichte jemals hören, weil ich sie nicht erzähle. Das hätte man vermeiden können. Wenn man mir gegenüber etwas freundlicher gewesen wäre, dann hätte mich auch willkommen heißen können. Oh, wir haben Besuch, ist das nicht schön? Tolle Rüstung, was ist denn das? Ah, Drachen, hast du den besiegt? Ja, oh, du bist bestimmt sehr mächtig, wir können Krieger respektieren. Wir sind auch so Topfkrieger, wir können das wirklich wertschätzen. Wenn jemand anderes auch sehr, sehr stark ist, wollen wir Freunde sein. Alles klar, komm, wir essen was zusammen. Wie wär's mit ein paar Eingeweiden? Du mieses, dreckiges... Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht gesehen hätte, ne? Lunz mal um die Ecke. Lunz, Lunz. Da sind jetzt die Kleinen. Vom Topfer zum Opfer. Das ist jetzt meine Strategie. Oh, der hat mir eine kleine Topfnuss gegeben. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen mich in Acht nehmen. Die geben mir immer einen mit noch. Ja, auch wahrscheinlich. Da werde ich ihm mal ein bisschen Respekt zollen und ihn ernst nehmen. So, dass das nicht wieder vorkommt. Das ist eine Gnade. Ich mag das. Okay, das waren meine eigenen Schritte. Na gut, dann schreiten wir mal hier hin. Wir könnten ein Level vielleicht uns gaunern. Wir brauchen 198.000. Ich habe 168.000. Das heißt, 30.000 wären jetzt genau ein Level. Lass das doch mal machen. Da haben wir bestimmt irgendwas Passendes. So, die haben wir gerade gefunden. Das sind 50. 15.000, zwei davon. So, ein Level. Dann haben wir unsere Seelen auch mal in Sicherheit gebracht. Ja, ich könnte jetzt auf Stärke gehen.
aber das mache ich jetzt nicht, halt um andere Waffen zu nutzen, aber ich würde das eher, glaube ich, entweder ich level mich dann oben oder ich gehe mal ein bisschen farmen und farm ein paar Level auf Stärke, aber jetzt ein einzelnes Level, das ist Quatsch, solange ich auch noch mit meinen Geschicklichkeitswaffen hier zugange bin, ist das Quatsch. Ich habe fast das Gefühl, guck mal, ist, naja, was ist das, was, ist das diese Tür? Nee, das ist sie nicht, oder? Nee, das ist ja ganz woanders. Die grüne Neune. Da kommen wir aus der Burg raus, ja, aber das ist ja noch gar nicht mein Vorhaben gewesen. Das ist die kleine Bedienstetentür. Und das ist die große Monarchenpforte. Ja, also das ist... Obwohl, das ist vielleicht noch Teil der Burg auch, ne? Das scheint mir da hinten ja weiterzugehen. Also hier ein unüberwindbar scheinender Nebelabgrund. Oh, da unten ist noch... Da geht's auch weiter. Schaut. Also da können wir jetzt raufgehen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass wir im Inneren der Burg noch nicht alles erlebt haben. Das heißt, ich sollte mich jetzt wirklich erstmal um das eine hier kümmern. Und dann gehen wir darüber. Wir haben hier jetzt diese Gnade gefunden. Das bedeutet, ich mache jetzt mal Folgendes. Wir gehen mal da, wo der Aufzug war, hin. Das müsste dann das sein. Und fahren nochmal den großen Aufzug hinab. Da gab es ja auch noch eine zweite Abzweigung. Also da ist noch so einiges unerforscht. Bevor ich das jetzt vergesse, machen wir das jetzt. Und ich habe auch immer noch übrigens das Gefühl, dass ich da... Auf diesen Regalen da oben. Da war ich auch noch nicht. Seht ihr das? Also da kann man auch mit Sicherheit auf diese Regale rauf. Und da ist auch noch ein Item. Also da war ich auch noch nicht. Pass auf, wie komme ich denn jetzt auf diesen Gang? Wenn ich hier so runterjump vielleicht irgendwo? Nee. Warte mal. Hier ist... Ja, hier war ich noch nicht oben, glaube ich. Warte mal. Oder war ich hier schon oben? Nee. Okay, das ist ganz schön hoch. Scheiße, es gibt ja noch... Guck mal, da... Kann ich denn jetzt hier runterspringen? Nee, ne? Ich komme nicht runter hier von der Leiter. Ich kann nicht kurz hier Halt machen. Auf dieser Ebene. Alter! Oh, was haben sie denn da? Das ist ja ein... Es ist ja wirklich ein Riese. Haben sie... Also, haben sie die Tiere hier vergrößert? Indem sie denen irgendwas gespritzt haben? Oder waren die schon so groß... Haben sie die hier getötet oder haben sie die tot aufgefunden und hierher geschleppt? Also es scheint mir fast so, dass das hier passiert ist. Oder? Die haben alle diese Hörner. Also das vielleicht ist auch eine Krankheit, die sie erforschen wollten. Ich will denen jetzt auch nicht nur die perfidesten Gedanken unterstellen. Möglicherweise ist es eine Infektionskrankheit, die sie hier versucht haben zu studieren. Um möglicherweise... Oh, ein Gegenmittel zu finden. Okay, ich sollte... Alles klar. Erstmal kurz alles, was mich ärgern kann, einmal... Ach, du grüne Neune. Ist hier noch viel los. Okay, ich könnte jetzt natürlich easy da jetzt den wieder in Ruhe lassen und gar nichts machen. Aber ich glaube, ich mache das jetzt mal. So, ich muss den hier auch nochmal platt machen, sonst fällt er mir in den Rücken und dann habe ich ein Problem. Tschö.
ist. Geil. Da liegt er nun. Guck mal, der liegt genau auf dem Balkon, wo ich noch nicht war. Jetzt können wir uns das von hier oben nochmal angucken. Boah, das ist wirklich krass. Warum sind die auch alle tot hier? Ich würde gerne mal sehen, wie sie das untersuchen und so. Ich frage mich natürlich, ob man oft von hier auf die Hand springen kann, aber nee, das wird natürlich nicht klappen. Da sind so alte Schriftrollen. Schriftrollen, Schriftrollen. Also eines Tages müssen sich Regale noch bewegen lassen. Was ist hinter diesen dicken Tüchern? Es geht einfach noch weiter hoch. Hier schlurft doch wieder was lang. Richtig. Ah. Fuck. Eine ganz gute Taktik. Der Reihe nach, der Reihe nach. Geister. Okay, also kann man das vielleicht sogar so runterlassen, diese Exponate? Da geht's auch wieder rein. Fuck. Was war das? Bewegt sich noch was? Irgendwas ein Schlurf, jemand ist hier noch unterwegs. Also ich glaube, wir haben noch lange nicht das Ende der Fahnenstange hier erreicht. Also da draußen auf diesem Gang muss da noch irgendwas sein. Ich höre es hier noch schlurfen. Gucken wir uns noch mal kurz um. Das Ende der Fahnenstange, dieser Location hier, dieses Schlosses. Was ist denn das? Hängt da was? Das ist so ein Gargoyle, ne? Guck mal, der hängt da unter mir dran, bereit, sich auf mich herabzustürzen. Das ist ja interessant. Noch einen neuen Weg wieder gefunden. Ist das der Weg, den wir gerade gefunden haben? Nee. Da unten hängt die Maus. Boah. Das ist ja riesig hier einfach nur. Oh, eine Gnade. Unfassbar groß. Verwinkelt. So, die ist neu. Mal gucken. Die sehen so klumpig aus, aber die sind weiter voneinander entfernt, als man vermuten würde. So, das ist noch ein Ein-Mann-Aufzug hier. Da geht es dann wieder ein Stück weit runter. Oh, die Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Was ist das?
Schaust du heute Abend Frankreich gegen Belgien, selbstverständlich. Ey, was ist denn hier Beirufungsreserve? Multiplayer-Funktion. Ah, okay. Habe ich nie benutzt. Daher wusste ich das gerade nicht. Aber das ist dann ja nicht wichtig. Ich fahre jetzt mal hier runter. Oder rauf? Oh, es geht sogar wieder rauf. Du Scheiße, ey. Hier sind die Gargoyles aktiv. Fuck. So, hier sind Mechanismen. Also hier ist auch so ein Drehding. Also die, wir haben diese anderen Ebenen noch nicht alle vollständig erforscht. Das sieht man ja auch daran, dass da überall noch Items glitzern. Ah, der Schnackselvogel. Ey, hör auf. Nicht deine Schallattacke machen. Ich habe große Bedenken, dass ich eines Tages hier runterfallen werde. Da schwingt sich doch schon wieder jemand zu mir. Also da sind wir hochgekommen. Da ist noch eine Leiter, da geht es nochmal wieder hoch. So, da ist noch ein Johnny Boy. Es ist verdammt heikel, hier oben zu kämpfen, ne? Ein Angriff zu viel und man fällt in die Tiefe. Also, ich war auf so vielen Ebenen, war ich einfach noch nicht. Das ist unfassbar, wie das hier... Ich könnte natürlich jetzt auch meinen Pfeil und Bogen rausholen und die alle so ein bisschen aus der Entfernung piesacken. Aber das lasse ich jetzt mal. Noch weiter hoch. Da ist ein Item. Nur mit Angriffen kannst du nicht von den Kanten runterfallen. Da hört sich auf, dein Charakter weiter zu bewegen, wirklich. Aber das ist neu, sozusagen. Das war bei Dark Souls noch nicht so. Ich habe natürlich auch kein Interesse, das auszuprobieren, aber das wäre natürlich geil. Dann könnte ich ja ganz einfach hier alles ausfechten. Du fällst nur runter, wenn du nicht sterben würdest. Ehrlich gesagt, das wusste ich noch gar nicht. Das sind ja großartige Neuigkeiten. Da kann ich jetzt ja total befreit aufschnetzeln. Sag mal, ist das da hinten etwa das, was ich denke, was es ist? Was macht der dann da? Das ist kein guter Platz, um zu kämpfen gegen so einen Typ. Schaut mal, da ist noch eine Leiter. Da komme ich dann eine Ebene tiefer, wo so ein Item noch ist. Da ist auf jeden Fall ein weiterer Aufzug. Geht's da jetzt hoch oder runter? Also langsam muss ja mal Schluss sein. Wie kriege ich den Boy da am besten weg? Das Problem ist, der hat ja diese Feuerbälle, also der wird im Zweifel auf Distanz gar keine Probleme haben, mit mir zu kämpfen. Ich stiefel mal weiter. Vielleicht gibt es noch mehr Leitern hier. Ich sollte die Augen offen halten. Also da ist eine.
Und da hinten ist eine. Lass mich mal überlegen. Komme ich easy da? Guck mal, da kann ich mich auch droppen lassen. Auf diesem Zahnrad. Das sollte eigentlich nicht weiter wehtun. Zorn aus der Ferne. Klingt super, wenn ich zaubern könnte. Okay, hier kann ich den von hinten. Jetzt ist er weg. Ist hier noch irgendwas? Dann gehen wir hier wieder rauf. Da ist auch noch eine Leiter. Ei, der Daus, das ist ja ein. Andere Spiele bestehen nur aus so einer Location hier. So, da ist jetzt der Typ. Frage ist, muss ich mich mit dir auseinandersetzen? Ich glaube, die... Oh, fuck. Die Antwort ist vermutlich ja, aber der hätte mich hier so easy runtergefegt. Da 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 da. I am here with you. Ja. Ist wie es ist, ne? Ich glaube, ich bin hier hochgefahren, oder? So, wo sind jetzt meine Seelen? Da oben. Da oben, ne? Ja. Dann. Natürlich schön, wenn die Gargoyles mich einfach jetzt in Ruhe ließen. Machen sie aber nicht. Das ist nervig, auf diesen Balken zu kämpfen. Nope. Sehr unfair. Aber er kommt auch nicht höher, als er jetzt ist. Weil er sehr dumm ist. So, ich bin... Lass mich kurz überlegen. Rüber, dann da und dann da. Okay. So. Ich traue ja dem Braten noch nicht, ne? Dass man hier nicht runterfällt. So, dann hier wieder rauf. Da müssten dann meine Seelen sein. Die sind jetzt nicht besonders zahlreich, aber fürs Gefühl nehme ich die natürlich sehr gerne mit. Ha, was war denn das? Ein Sturzflug gerade, oder was? Ja, wo bin ich hin, wa? Was ist denn jetzt dein Plan? Willst du jetzt hier runterspringen, oder was? Ja, wir sind schon einig, dass das albern ist. Du kannst ja jetzt nicht campen. Ich habe auch einen Pfeil und Bogen, kann ich auch easy runterholen. Kommst du jetzt hier original die Treppe runter oder was? Runter mit dir.
runterfällt er. Pups. Na gut. Soll er das doch machen. So, hier komme ich auf jeden Fall auch mit dieser Leiter nochmal auf eine andere Ebene. Aber bevor ich das mache, gehe ich jetzt nochmal dahin, wo er herkam. Zeit für Luise, ja. Warte mal, der hat kein Item. Hat dir etwa jemand gedacht, dass ich das Duell nicht für mich entscheiden werde? Nein, oder? Habe ich hier Zweifel? Habe ich Zweifel im Chat? Nein. Kommt der mir original den ganzen Weg hinterhergelaufen? So, da oben ist ein Item. Wie komme ich da denn jetzt hin? Vielleicht. Ach, da ist ja wieder so einer. Wo ist denn jetzt der Zugang? Da. Fuck. Ich hoffe mal, hier gibt es jetzt nicht noch andere Typen, die mich von der Seite anspringen. Das fände ich ganz gut, weil ich will den jetzt backstabben. Aber wie ich mein Glück kenne, steht jetzt hier links noch einer. Ich hoffe mal nicht. Die sind schon mächtig, die Typen. Kann man nicht unterschätzen. Oh, ein Dolch. Die Rune eines unbesungenen Helden. Okay. Ein unfassbares Labyrinth. Dolch der Feuerritter. Körperlich. Was brauchen wir dafür? Glauben 12. Schnellschritt. Ein Talent für geschickte und flinke Krieger führt ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Davon zwei in beider Hand, in beiden Händen eines, wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Oder? Das merke ich mir mal. Ich muss dringend Attribute leveln. Ich habe Bock, alle auszuprobieren, die ich habe, aber so wird das schwierig. Beziehungsweise man kann ja Waffen auch skalieren dann, ne? Kann man die nicht auch umskalieren, dass sie dann anders... Ah, muss ich mich nochmal auseinandersetzen mit. So, jetzt fahre ich ja wieder hoch, aber... Oder ist hier noch irgendwas anderes? Ist ja nur dieser kleine... Diese kleine Ebene. Was? Wer hat das sich... Also wer ist der Architekt dieses gigantischen Bauwerks? Was ist denn, wenn ich auf der Ebene... Kann ich da runterspringen? Auf die etwas tiefer liegende Ebene? Nee, ne? Nee. Da komme ich auch noch hin. Das ist ja völlig irre. Und was hier alles für Wissen aufbewahrt ist. Guck mal, hier sind auch ein paar von diesen Hörnern. Haben sie die so Versuchswesen entfernt, um die zu untersuchen? Haben sie die wahrscheinlich so geraspelt und dann unter Mikroskop, wenn es hier schon Mikroskope gibt, betrachtet oder was? Oder sie haben Pülverchen hergestellt und die verkauft. Sowas muss sich ja auch refinanzieren. Kann natürlich sein, dass die dann irgendwelche Tinkturen herstellen. Nein! Warte. Fährt er? Ach, warte mal! Jetzt weiß ich, wie ich darauf komme. Jetzt habe ich das gecheckt. Okay. Vielleicht sterbe ich auch, aber der Versuch ist es wert.
Wo muss ich jetzt springen, oder? Fuck. Fuck. Sterbe ich jetzt beim... Möglicherweise sterbe ich. Nee, wir sterben. Feuerritterin Hilde. Ah. Feuerritterin Hilde. Haben wir dich auch eingesackt? Gut. Ich weiß nicht, warum der Architekt bei diesen Stützbalken die da so hat vorgucken lassen. Das hindert mich ja daran, völlig friedlich jetzt hier weiterzugehen. Das erfüllt auch ansonsten gar keinen Zweck, außer mich zu blocken. Sonst hätte das doch einfach kürzer sein können. Haben wir auf dieser Ebene alles? Ich sehe jetzt zumindest nicht mehr irgendwas leuchten und glitzern. Da hinten waren wir auch schon, ne? Wo dieser eine da jetzt direkt über meinem Kopf. Ich glaube, da waren wir schon. Da ist auch nichts mehr. Warte, da ist noch so ein Zahnrad. Also das kann ja, was bringt mir dieses eine Zahnrad? Da muss ja irgendein größerer Mechanismus noch verloren gegangen sein. Eigentlich müssten da unten dann ja noch Zahnräder liegen oder irgendwas. Oder also was macht denn so ein einzelnes Rad? Was dreht es? Das läuft ja völlig ins Nichts. Okay, dann wieder eine Ebene runter. Da ist noch eine Leiter, damit kommen wir an der Stelle hoch und können... Aber hier ist ja auch nichts mehr. Okay. Nochmal eben hier, da waren wir vorhin, oder? Wie es einfach alles gleich aussieht. Aber sind wir nicht diese Leiter da hochgegangen? Alles sieht gleich aus. Aber wir haben da hinten noch, guck mal, warte mal. Also da... Einmal kurz innehalten. Da ist halt noch so ein Transportkäfig und der andere Transportkäfig ist da hinten, oder? Shit. Bevor ich da jetzt wieder runtergehe, ich frage mich gerade, ist das der Käfig, den wir vorhin benutzt haben? Das waren ja so zwei hintereinander. Ja doch, das ist der, ne? Ah, warte doch, das muss der sein. Da, das ist der, den wir gerade benutzt haben. Aber waren wir denn auch unten? Und sind da rausgelunzt? Nee, warte mal ganz kurz. Doch, da ist die Gnade. Die haben wir doch schon. Oder? Die haben wir doch schon, die hat doch noch nicht so, die hat doch gar keine Dinger mehr um sich rum. Das muss diese hier sein. Oder diese. Dachspeicher, die muss das sein. Da kommen wir her. Also, damit sind wir dann hoch. Das, wir sind draußen lang gelaufen, ne? Wir kamen von draußen, kamen hier rein, haben die Gnade, sind hochgefahren mit diesem Aufzug da hinten hin. War da das Item auch? Waren das die beiden Aufzüge, wo ich gerade das Item, also diese wilde Hilde, diese Feuerhilde geholt habe? Ja, oder? Oder gibt es hier noch einen zweiten Aufzug? Ja, aber dann haben wir hier, glaube ich, alles. Das heißt... Waren wir hier schon? Wie einfach alles gleich aussieht, ne? Also ja, es ist nicht alles gleich aus, aber es ist schon ein bisschen verwirrend.
Die Leute, die hier neu angefangen haben irgendwann. Wie lange haben die Einarbeitungszeit benötigt? Wie oft sind hier Leute gestorben, die sich einfach verlaufen hatten? Und wurden dann Jahre später irgendwo gefunden? Ich meine, es liegen hier genug Leichen rum. Hier dürfte es wieder runtergehen. Fuck, ey. Komme ich jetzt hier hin? Das ist einfach nur gigantisch. Oh, was ist das? Warte, bin ich hier hochgekommen? Warum öffnet das diese Tür? Oder ist das ein Fahrstuhl? Das ist der Fahrstuhl, ne? Warum kriege ich diese Tür nicht auf? Okay, da komme ich jetzt wieder mit runter. Das ist ja völliger Irrsinn, dieses ganze Konstrukt. Kann man hier in der Zeit irgendwo reinrollen? Nee, ne? Diese Zwischenebenen sehe ich gerade keine. Okay. Oh, und es ist eine neue Gnade noch wieder. Hier geht's wieder raus. Fuck, ey. Warum steht hier so ein Ding? Habt Erbarmen für die verstorbenen Schamanen. Musste das im Reim sein? Ah! Schattenbaumfragment. Ja, Chat hat gerade geschrieben, ich soll ihr beten. Das ist so nah an der Spoiler-Grenze, finde ich. Aber es ist noch okay. Ich will jetzt nicht meckern. Aber ich glaube, dadurch, dass hier auch gerade so ein Bonfire in der Nähe ist. Lieber, wenn ich dann hier durch bin oder nicht weiterkomme oder so, dann sagt mir sowas gerne, weil hier kommen wir wirklich sehr einfach wieder hin. Also das sind so kleine Spoiler. Ich meine, ist nicht böse gemeint. Ich habe es vielleicht auch nicht klar genug kommuniziert. Aber bei sowas gerne ein bisschen in euch rein ärgern, dass ich es nicht direkt selber checke. Und dann etwas später nochmal sagen, weil so ist es ein bisschen zu ferngestellt. Oh Mann, das ist eine krasse Aussicht. So, es ist jetzt leider nach 15 Uhr. Ich hätte massivst Lust, weiterzuspielen. Aber das Leben schmeißt einem Termine zwischen die Beine und hält einen davon ab, einfach geil Elden Ring zu zocken. Ist es nicht frech? Die Geste ist in der Nähe vom Knochendorf, sagt Alexander.
Knochendorf. Lass uns das mal merken. Also die Geste, jetzt weiß ich es ja eh so, dann können wir sie auch holen. Aber nochmal für die Zukunft, lieber sich ein bisschen zurückhalten, auch wenn es weh tut beim Zusehen, weil ich gewisse Sachen übersehe oder nicht so krass spiele wie ihr selber oder so. Aber es ist für alle, glaube ich, das schönere Erlebnis, wenn ich nicht so ferngesteuert bin. Genau. Das merken wir uns jetzt mal hier. Da ist irgendeine Geste, die wir noch finden. Ich muss jetzt leider raus. Und in der nächsten Folge werden wir mal dieses Gebiet, was vor uns liegt, in aller Gründlichkeit erkunden. Aber zuvor habe ich nicht das Gefühl, dass wir mit diesem Schloss hier noch im Ansatz fertig sind. Da sind so viele Ebenen noch. Items, die glitzern und nach Aufmerksamkeit rufen. Wir haben noch einen anderen Weg, den wir gar nicht genommen hatten. Und zwar bei diesem Aufzug. Den wollte ich ja eigentlich nehmen, um runterzukommen, um diese andere Abzweigung nochmal ganz unten im Erdgeschoss zu nehmen. Wurde dann wieder direkt von dieser Leiter abgelenkt und bin dann nach oben gelaufen. Also da haben wir noch lange nicht alle Geheimnisse ergründet, ist mein Gefühl. Und dann, irgendwann werden wir dann hier rausgehen und schauen, was hier noch ist. Wobei, hier sind Mauern. Ich weiß nicht, ob da eine Lücke ist in der Mauer. Ansonsten könnte es ja auch sein, dass das hier einfach auch nur ein Gebiet ist, ne? Was halt nur so groß ist hier wie dieses, wie dieser Teil, und eventuell ist dann hier auch Schluss. Oder hier ist halt ein Durchgang in der Mauer oder hier, und dann kommen wir noch nach da. Wir werden es beim nächsten Mal in Erfahrung bringen. Ich hoffe, ich vergesse nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, aber dafür seid ihr dann ja da. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Tschüss, macht's gut.